Umzüge, Bälle, Partys, Krapfen und Kostüme. In der bunten und lustigen Faschingszeit ist wirklich für jeden etwas dabei. Da kommt man wieder zusammen mit den Leuten vom Ort. Es ist immer lustig, es ist eine super Stimmung, eine super Musik, das macht's aus. Und was sagt ihr am Fasching? Fasching ist immer wieder so eine Zeit im Jahr, wo man einfach einmal wieder in eine andere Rolle schlüpfen kann. Wo man einfach halt, ja, außerhalb vom Alltag ein bisschen zusammenkommt und einfach Spaß hat. Was mag ich an der Faschingszeit? Was mag ich nicht an der Faschingszeit? Das ist, glaube ich, besser, weil Fasching ist einfach, da hat jeder gar nicht, da schaut jeder einfach anders aus. Da geht jeder weit mehr aussieht. Ich bin ein kompletter Faschingsmuffel eigentlich. Ja, ich hasse den Fasching. Aber die Veranstaltung ist klasse. Lustige Runde, da passt, passend Leute, da tue ich auch mit. Der Musikverein Natternbach versteht wahrlich, wie man in närrischen Zeiten Feste feiert. So war der traditionelle Musikermaskenball im Gasthof Reifinger auch heuer wieder bestens besucht. Der Ball ist einfach super, weil es kommen alle Altersgruppen zu uns, von jung bis alt. Die Jungen gingen in die Bar, die Alten gingen tanzen und es ist eigentlich eine tolle Stimmung. Wir haben heute auf dem Maskenball, was eine Tradition ist in Oldenburg, und darum gehen wir einfach maskiert. Ja, lauter klasse Kameraden aus Zwerge, ist eh klar, es passt genau heute. Wir gehen gern verkleidet und die Mitternachtseinlage ist auch immer voll super. Freundesgruppen und einzelne Narren machten sich bereits früh auf die Suche nach dem perfekten Kostüm und investierten viel Zeit. Wir haben sie ein paar Mal vorher getroffen, einmal bei uns daheim, einmal in der Werkstatt vom Thomas und haben einfach die Röcke genäht und die Punkte ausgeschnitten gemeinsam und haben sie das eigentlich alles, bis auf die Ohren, haben sie alles selber gemacht. Wir waren im Vorjahr schon so eine ähnliche Masken mit sehr viel Aufwand und haben den Unterbau schon gehabt und haben wieder eine Bastelgruppe gemacht und haben gesagt, als was können wir gehen, dass wir das nur mehr verwenden können. Jetzt haben wir gedacht, wir gehen als Autodrom. Wir haben ungefähr 2-3 Tage. Dann haben wir alles hübsch gehabt, dass wir das ganze Zeug in Stoff gekauft haben. Das Spiegel haben wir bestellt, wie man sieht, also das haben wir nicht selber gemacht. Und ja, das Spiegel da haben wir einfach unsere Blattlerblume verkleidet. Für besonders gute Unterhaltung sorgten Flo and Friends und lockten die Gäste mit altbekannten Liedern auf die Tanzfläche. Wir wollen einfach, dass sie die Leute unterhalten können, gut tanzen können und Spaß haben. Ja, zum Schluss aussieht die Leute recht durchdrehen auf der Tanzfläche. Und weiter gingen wir umso mehr mit. Bei dieser guten Stimmung wurde noch lange in die Nacht hineingetanzt.